Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute machen wir mal eine neue Mittelwicklung auf meinen Fenris bzw. auf den M1, der im Fenris-Set war, denn das hat er jetzt bitter nötig. Ich habe sie jetzt hier schon entfernt und wenn du sehen willst, wie ich die da wieder drauf mache, dann bleib jetzt dran. Ja, eigentlich hätte ich das gerade alles schon einmal erklärt und alles sogar gezeigt, wie man sie runtermacht, aber wie es scheint, wurde kein Ton aufgezeichnet. Und damit das hier kein Stummfilm wird, machen wir das jetzt einfach nochmal. Die Mittelwicklung kann ich aber nicht jetzt nochmal abwickeln, weil die ist halt schon ab. Deswegen hier einmal der Stummfilm. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo eine neue Mittelwicklung draufkommt. Wir wickeln hier ohne Sehnengalgen, sondern direkt am Bogen. Mal schauen, ob das funktioniert. Und damit das ein bisschen besser funktioniert und nicht ganz so wackelig wird, setze ich mich jetzt hier einmal hin. Ich kann jetzt hier an der Sehne noch sehr gut erkennen, wo die alte gewickelt wurde und genau an diese Maße halte ich mich auch. Ich nehme jetzt hier erstmal von meinem Mittelwicklungsgarn ein Stück raus, sodass ich hier was zum Durchstecken habe und stecke das hier durch die Sehne. Dafür ist natürlich sehr wichtig, dass der Bogen nicht so straff gestellt ist, wie ich ihn vorher hatte. Vorher war er auf 70, da war das Ganze hier auch sehr, sehr angewinkelt. Jetzt ist er so, dass hier nur noch zwei Rillen in den Schrauben rausgucken, also fast auf Minimum. Damit ich jetzt hier diesen Faden reinkriege, drehe ich mir die Sehne ein bisschen so wieder auf quasi, dass ich hier zwischen die Fasern besser durchkomme, weil das geht natürlich nicht so gut, wenn die so verzwirbelt sind. Hier auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, bloß nicht mit einem Messer oder einer Pfeilspitze oder so da reingehen. Ich mache das hier ganz vorsichtig mit den Fingern und mache mir jetzt hier so ein Auge, wo jetzt hier auch mein Finger durchpasst. Und hier lege ich jetzt die Sehne ein. Und hier an der Stelle lege ich mir die jetzt hier so rüber und fange dann einfach mal an zu wickeln. Ich stelle mir das jetzt so ein, dass es relativ eng geht und mit immer dem gleichen Druck sich abwickelt. Jetzt wickle ich hier dicht an dicht, so dass da auch keine Stelle frei bleibt. Und dadurch, dass ich mir den Fenris eben so schön leicht eingestellt habe, kann ich hier auch ganz gut an der Sehne ziehen, wenn es mir hier unten zu eng wird. Das funktioniert doch, würde ich mal sagen, ganz gut. An der Stelle muss ich mir das halt jetzt echt anheben, weil es sonst nicht passt. Aber das ist ja kein Problem. Ich hebe mir das hier einfach mit der einen Hand hoch und dann habe ich hier genug Platz zum Wickeln. Ha, ich kann es noch. Ich finde, es sieht gar nicht so kacke aus. Gleich sind wir auch an diesem Stab vorbei und dann wird es einfacher. Das hier ist übrigens absolut kein Profigerät zum Wickeln. Das ist ein relativ günstiges, was ich mal bei Amazon gekauft habe. Ich hoffe, ich kann das noch finden, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall. Das ist wirklich so, ihr braucht kein Profi-Wicklungsgerät. Das hier ist wirklich eines der günstigsten überhaupt und es ist super. Zumindest super geeignet für diese Zwecke hier, die ich verfolge. Einfach mal zwischendurch eine Sehne wickeln und gut ist. Jetzt bin ich auch schon fast fertig. Ich brauche jetzt quasi noch ein Ende. So, und für das Ende ziehe ich mir hier ein bisschen den Faden raus. Haltet euch das hier wirklich immer schön straff auf Spannung, sonst wickelt sich das ab. Das wäre natürlich super schade, weil dann müsst ihr im Grunde nochmal von vorne anfangen, was man natürlich nicht will. So, ich mache jetzt hier eine Schlaufe. Ich halte mir das jetzt hier so runter und wickel dann hier drinnen und zwar nach innen. Ich weiß, das ist jetzt gerade nicht ganz so gut erklärt. Liegt einfach daran, weil ich kein Mittelwicklungsprofi bin, wirklich nicht. Ich versuche hier nur, ob das geht bei einem Fenris, ohne dass man die Sehne runternimmt. Und das scheint zu funktionieren. Wenn ihr mit diesem Wicklungsvideo nicht weiterkommt, dann schaut euch da gerne das Video vom Eric von Fletched Evolution an. Der hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Video gemacht, was das sehr, sehr gut erklärt. So, und dabei ziehe ich das hier so drunter, dass ich da auch schön was reinwickel, dass das auch gleich nicht aufgeht. Also Mittelwicklungen sind wirklich eine hohe Kunst und ich bin kein Meister dieser hohen Kunst, absolut nicht. Ich habe es wirklich regelrecht verlernt, wie man hier auch, glaube ich, ganz gut sehen kann. Aber ich muss sagen, dafür, dass das mein erstes Mal seit langem ist, stelle ich mich meiner Meinung nach gar nicht so kacke an. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst. Und wenn du das viel besser kannst und vielleicht sogar viel besser erklären kannst, dann bitte scheu dich auf gar keinen Fall, mir da Feedback zu geben, weil, ja, da bin ich sehr dankbar. So, jetzt kann ich mir das hier durchziehen und dabei wird es fest. So, und
fertig ist die Mittelwicklung, die nicht ganz mittig ist. Perfekt. Oder auch nicht. Naja, so, jetzt brauchen wir den Garn nicht mehr. Den trenne ich mir jetzt hier ab. Und jetzt haben wir hier und hier einen Faden, den wir uns jetzt mal klein schmelzen. Dazu nehme ich einfach ein Big-Feuerzeug, natürlich umwickelt mit Panzertape. Wer weiß denn, wann man Panzertape im Alltag braucht. Quasi immer, deswegen immer dabei. So, und jetzt schaue ich, dass das hier nicht zu groß wird und vor allem nicht zu heiß und nicht zu nah an die Sehne rankommt. Also immer mal wieder kontrollieren und auspusten im Notfall. Und natürlich, die Flamme geht nach oben, also haltet mal bloß nicht die Flamme gleich so, sonst brennt die Flamme natürlich durch die Sehne durch. So. Und das muss da jetzt quasi einschmelzen, damit es dann verschlossen ist. So, und ich drücke jetzt hier mit dem Feuerzeug, mit dem Metallteil des Feuerzeugs einmal das flach. Und dann kann man auch mit den Fingern nachhelfen. So, jetzt ist das hier gut eingeschmolzen und hier oben machen wir es auch noch. So, wirklich nur diesen einen Faden, pusten und drunter drücken. So, und auch der ist jetzt gut eingeschmolzen. So, also, sie ist nicht besonders schön, sie ist nicht besonders gut, aber sie funktioniert und ich habe bewiesen, dass man es machen kann. Auch wenn ich auch bewiesen habe, dass ich hier einiges an Know-how verloren habe über die Zeit. Aber das macht nichts. Übung macht den Meister und ich werde mich da auf jeden Fall wieder rantasten, so dass ich mein altes Level mal mindestens wieder erreiche. Jetzt der Moment der Wahrheit. Passt das denn überhaupt? Also wir schieben den Fenris wieder hier in die Aufnahme rein. So. Und jetzt kommt das Release rein. Bevor das aber reinkommt, werde ich das noch einmal kurz bearbeiten. Denn unter meinem letzten Video hatte ich ein paar Kommentare von wegen, das Release sei hier so scharfkantig. Ist bei meinem eigentlich nicht der Fall. Aber damit wir das hier auf jeden Fall hundertprozentig ausschließen können, dass das kein Problem ist und damit du, bei dem das ein Problem sein könnte, das beheben kannst, habe ich noch was für dich. Der Andreas hat mir mal Schleifvlies mitgebracht und das ist echt cool, weil damit kriegt man metallische Gegenstände, aber auch zum Beispiel den Grundkörper des Stinger, absolut gradfrei, ohne da irgendwas zu beschädigen oder Gefahr zu laufen, zu viel mitzunehmen. Ah, und ich sehe gerade, da ist tatsächlich ein kleiner Grat. Den wird man wahrscheinlich nicht scharf kriegen, oder? Aber den machen wir jetzt weg. Bloß hier nicht mit einer Feile arbeiten oder so. Nehmt wirklich diesen Poliervlies. Das ist wirklich eine feine Sache. Damit kriegt man das wunderbar weg, ohne zu viel Material abzutragen. Gerade bei der Stinger ist ja so, wenn man da zu viel an der Kante rumdoktert, mit den falschen Materialien arbeitet oder halt einfach mit einer Feile da so viel abträgt, dass sich die Geometrie davon ändert, dann wird das unter Umständen sogar gefährlich. Weil dann ist das eine automatische Rutschbahn für die Sehne. Und das darf natürlich auf gar keinen Fall sein. Deswegen passt da auf, dass ihr nicht zu viel abtragt und nehmt im besten Fall wirklich diesen Schleifvlies. Den Schleifvlies auf Amazon verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt ist der Grat aber definitiv weg. Es ist richtig schön glatt. Und jetzt packen wir das Release wieder da rein. Also hier reinschieben und hinten wieder mit der Daumenschraube fixieren. So, das passt. Die Sehne gleitet dadurch und berührt gar nichts, außer natürlich den Release, ja. So, und ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie das jetzt läuft. Dafür brauchen wir natürlich erstmal Pfeile im Magazin, sonst können wir nicht schießen. Denn ein Trockenschuss wäre wahrscheinlich auch bei dieser schwachen Einstellung tödlich für den Bogen. Das ist wirklich immer so bei allen Sachen im Bogensport. Niemals leer schießen. So, auf langweilig einen einzigen Testschuss. Das geht. Und weil das gut geht, machen wir jetzt auch mal ein ganzes Magazin. Fenris ist dran, Magazin ist voll und der Laser ist an. Ja, ich habe tatsächlich eine Lösung für das Akkuproblem gefunden, beziehungsweise Batterieproblem. Aber mehr dazu in einem Kurzvideo, sonst wird es hier zu viel durcheinander. Jetzt gucken wir einfach mal, wie schnell kann ich denn jetzt mit dieser Einstellung schießen und vor allem, wie sieht denn dann die Sehne danach aus? Weil das wird ja angemerkt von dem einen oder anderen, dass das gar nicht mal nach so viel Spaß aussieht, sondern sehr anstrengend und sehr schweißtreibend. Und ja, richtig, bei der Einstellung, die ich da hatte in dem Video mit 70 Pfund, ist das definitiv eher Muckibude als Schnellschussgerät. Absolut. Jetzt ist es ein reines Schnellschussgerät und keine Muckibude. Und wir gucken einfach mal, was das dann an Geschwindigkeit heißt. So. Ha! Einfach geil. Direkt nochmal.
So, wie schon im letzten Video gezeigt, einfach hier schön mit dem Release auf die Wampe. Dann kann man das alles leichter halten. So, und noch eine Runde. Haha, ist das geil. Okay, ich lasse den Fenris jetzt auf jeden Fall auf einer relativ niedrigen Einstellung, weil es macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn man in diesem Tempo Pfeile schießen kann. Wow. Ich meine, eigentlich dumm. Ich wusste das. Ich habe es anfangs ja auch so gemacht. Aber ich wollte unbedingt den auf 70 Pfund stellen für einen Strongbow. Ist das sinnvoll? Geht so. Das ist absolut sinnvoll und absolut geil und wirklich kinderleicht. Wir machen noch eine Runde, weil es so geil ist. Alter, es ist richtig geil. Und wir gucken mal jetzt die Sehne. Wie sieht die aus? Also die sieht ziemlich gut aus. Die kommt hier wirklich so gut wie nirgendwo dran. Aber wenn ich jetzt mal so von oben drauf gucke, dann sehe ich, dass ich die Schrauben immer noch nicht richtig eingestellt habe. Das kippt ein bisschen nach da. Das heißt, hier unten ist perfekt. Hier oben liegt es ein kleines bisschen auf. Das werde ich jetzt noch einstellen. Und dann werde ich euch mal einen Bericht zukommen lassen, wie lange jetzt diese selbstgewickelte Sehne gehalten hat. Die 16 Schuss von heute zählen natürlich mit rein. Und dann löse ich mir jetzt hier die Schraube an. Die, wo es perfekt eingestellt ist, lasse ich mal genauso, wie sie ist. So, das passt. Und dann ziehe ich die Schraube auch wieder an. Gut festziehen, dass ich da auch nichts verstellen kann. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zum Fazit. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Der Fenris macht umso mehr Spaß, je leichter er eingestellt ist. Alter, ist das geil, Junge! Und man kann ihn echt gut selber wickeln, ohne dass man die Sehne runternimmt. Sogar so ein Halbprofi wie ich kriegt das einigermaßen gut beim ersten Mal seit langem nochmal hin. Die nächste Folge hier auf diesem Kanal wird übrigens der Ausdauertest werden von dieser relativ schlecht gewickelten Sehne. Und ich gucke einfach mal, wie weit ich damit jetzt komme. Wir haben jetzt heute schon 20 damit gemacht in diesem Video und im nächsten Video gehen wir dann mal an die Grenze und wickeln es vielleicht nochmal neu und vielleicht kriege ich das dann sogar noch besser hin als heute. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Das heißt aber auch, dass das Whipshot-Video noch ein klein wenig mehr auf sich warten lassen wird. Aber da bin ich gar nicht mal so unglücklich drüber. Spätestens beim Whipshot-Video werdet ihr erfahren, warum ich da so ein bisschen, sagen wir mal, zurückhaltend bin, was das Thema Whipshot angeht. Naja, ich würde sagen, das war's für heute. Und es hat mich riesig gefreut, dass du auch bei dieser Folge bei Mac dabei warst. Wenn du mich und diesen Kanal unterstützen möchtest, dann geh doch gerne mal auf die Website crossbowdynamics.com. Dort findest du nicht nur vieles über unser Projekt, was wir vorhaben und vor allem warum, sondern findest dort auch die Möglichkeit, uns mit deinem Einkauf im Bogensportbereich zu unterstützen. So findest du dort zum Beispiel auch einen Fenris mit M1 in diesem Paket, genauso wie ich ihn hier habe. Und ich kann dir sagen, das Ding ist der absolute Oberhammer. Wie dem auch sei, hat mich riesig gefreut, dass du da warst. Und ich würde mich natürlich auch riesig freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist. Hier bei Mac. Modern Archery German. Ja, und jetzt sind wir auch schon im Outro angekommen. Und da unten in der Ecke findest du ein cooles Video auf diesem Kanal. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Vielleicht hast du es ja noch nicht gesehen. Gleiche Richtung, aber einen Ticken weiter drüber findest du ein anderes Video, das ist aber jetzt ein Crossbow Dynamics Video. Da hat der Eric ein paar echt coole Hinweise verraten. Und hier findest du unseren Shop. Würde mich sehr freuen, wenn du uns da mit einem Einkauf unterstützen würdest. Und ich verabschiede mich für heute mit den letzten beiden Schüssen in diesem Video. Schuss Nummer 31. Und nächste Woche kommt der Ausdauertest.